Wir sind die Kita Herrenwiesenweg. Wir befinden uns im Zentrum von Schwieberding in unmittelbarer Nähe zum Rathaus, zur Bücherei, zur Feuerwehr, zur Turnhalle und Festhalle und zum Schulzentrum. Unser Haus bietet Platz für 115 Kinder und davon werden 30 in der Krippe und 85 im Kindergarten betreut. In der Krippe werden Kinder ab einem Jahr betreut, im Kindergarten Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Wir arbeiten in der Krippe nach dem teiloffenen Konzept und im Kindergarten nach dem offenen Konzept. Stammgruppen und feste Bildungsbereiche geben den Kindern Sicherheit und Orientierung. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich der Kita. Hier finden die Eltern alle wichtigen Informationen und Besonderheiten der Woche. Die Matschgarderobe und die Schuhgarderobe der Kindergartenkinder finden sich hier. Im Atelier können die Kinder kreativ werden, ob mit Fingerfarben, Wasserfarben, Buntstiften, ihrem Webrahmen oder mit Schere und Kleber. Hier finden auch Angebote zum Werken statt. Im Forscherraum können die Kinder mit den unterschiedlichsten Materialien experimentieren und bekommen den Raum, selbst Dinge auszuprobieren. Hier ist ebenfalls der Bildungsbereich Mathematik und Logik integriert, in dem die Kinder erste Erfahrungen mit Zahlen sammeln können. Im Rollenspielzimmer können die Kinder in andere Rollen schlüpfen und Alltagssituationen nachspielen. Eine Vielfalt an Materialien lässt den Kindern viel Raum zum Ausleben ihrer eigenen Ideen. Der Ruheraum bietet den Kindern einen Rückzugsort im Alltag. Hier können sie sich entspannen und eine kleine Auszeit genießen. Jede Gruppe hat ihre eigene Garderobe. Jedes Kind hat einen festen Platz, an dem die Jacke und die Wechselkleidung des Kindes aufbewahrt wird. Im Bewegungsraum können sich die Kinder austoben. Mit viel Platz und unterschiedlichen Bewegungsanreizen durch Hengstenbergmaterialien oder Klettermöglichkeiten werden die Kinder zu viel Bewegung animiert. Im Musikraum können die Kinder unterschiedliche Instrumente ausprobieren und bei verschiedener Musik entspannen oder tanzen. Im Spiele- und Bauzimmer haben die Kinder die Möglichkeit, am Tisch verschiedene Gesellschaftsspiele zu spielen oder zu puzzeln. In der Bauecke können sie sich mit unterschiedlichen Bausteinen feinmotorisch betätigen. Im Schlafraum können die Kinder, die noch einen Mittagsschlaf benötigen, zur Ruhe kommen und nach dem Mittagessen schlafen. In der Halle findet sich der Bildungsbereich Schrift und Sprache. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, Bücher anzuschauen und erste Erfahrungen mit Buchstaben zu sammeln. In der Mensa finden das Frühstück, das Mittagessen und der Mittagssnack statt. Hierbei ist uns wichtig, dass die Kinder selbstständig agieren können. Das Essen ist abwechslungsreich und gesund. Der Garten erstreckt sich rund um die Kita. Hier haben die Kinder viel Platz, um zu rennen, mit den Fahrzeugen zu fahren, zu klettern, zu schaukeln oder im Sandkasten zu spielen. Der Garten ist über 2 Gruppenräume zu erreichen. In diesem haben die Kinder verschiedene Bewegungsmöglichkeiten, einen großen Sandkasten, eine Nestschaukel, eine Rutsche und eine Straße zum Befahren mit den Fahrzeugen. In den Gruppenräumen werden alle Bereiche des Orientierungsplans abgedeckt, beispielsweise verschiedene Bausteine zum Bauen oder Konstruieren. In der Mensa findet das Frühstück, das Mittagessen und der Mittagssnack statt. Auch hier achten wir auf Abwechslung im Angebot. Hier finden sich auch, wie im ersten Gruppenraum, verschiedene Materialien, die zum Rollenspiel anregen oder Bücher und Musikinstrumente. Im Flur befinden sich die Garderobe der Kinder. Durch das große Platzangebot wird auch als Bewegungsbereich genutzt, beispielsweise mit Piekler- und Hengstenbergmaterialien. In den Schlafräumen haben die Kinder zu jeder Zeit die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und ihrem Schlafbedürfnis nachzugehen. Der Mittagsschlaf nach dem Mittagessen ist fester Bestandteil im Tagesablauf. Im Atelier stehen für die Kinder verschiedene Utensilien wie Stifte, Schere, Farben bereit, um erste Erfahrungen im Umgang damit zu erlernen und zu festigen.